Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andi Rölpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Wo guckst du hin, Clive? Ja, lass doch die Leute miteinander reden. Wir sind hier wieder in unserem neuesten Versteck, das in diesem Luftschiff ist, ne? Und ja, wir müssen nach Feld Falkenschrei, weil wir wollen da einige Leute abfangen, ne? In der letzten Folge, gemacht eine Menge, ne? Wir haben Schwarzschilde besiegt, wir haben einen Ariman besiegt, wir haben unseren alten Schokobo-Freund wieder gefunden, ne? Also eine Menge Sachen passiert, ne? So, ich wollte noch mal kurz hier nachschauen, wo genau diese Monster sind. Ich meine, ich kann nirgendwo anders jetzt gerade hin, außer da, wo wir storymäßig hin müssen, ne? Aber lass ich mal kurz gucken. Sonnenpfad und der gebrochene Griff, Rosaria. Sonnenpfad, gebrochener Griff, aber ich weiß nicht genau. Vor allem, wir werden ja immer nur so die Gebiete, ne? Ja, kümmern wir uns schon irgendwann, ne? Also, wie es ausschaut, können wir auch sowieso nur hier hingehen, ne? Waren wir da schon mal? Ja, ne? Okay, gehen wir mal rein, ne? Wir können nur da hingehen. Von daher, ja. Wir wollen dann nämlich irgendwie, wir wollen uns nicht nämlich den einen Kristall hier vorknöpfen. Oh, wir sind hier bei der Science Fiction Area. Wir wollen uns ja irgendwie zu den anderen Kristall hier hinschleichen, während sich die Armeen da kloppen, ne? Er war so motiviert. Und dafür brauchen wir irgendwie so Hilfe von Clives Onkel, ne? Nicht, dass uns Kupka überrascht. So wie ich da verstanden habe. Und der hat ein Boot. Ist Gaff eben unser Mann. Das ist er. Wie Sid schon gesagt hat, falls was schief geht, haben wir noch unsere Esper. Insbesondere, falls wir wieder die Chance nutzen müssen, um über uns hinaus zu wachsen. Ich glaube, du nimmst deinen Job nicht so ernst, Clive. Ich wusste immer, dass ich zurückkehren würde. Zurück nach Eisenholm. Deine Vergangenheit. Du hast es geschafft, mit ihr abzuschließen. Um dich auf deinem Weg begleiten zu können, muss ich das auch. Wir stellen uns eher zusammen. Habe ich wirklich mit meiner Vergangenheit abgeschlossen? Er kann immer noch nicht Ifrit und so kontrollieren, ne? Ich glaube, das ist so ein sehr eindeutiges Zeichen, dass das noch nicht der Fall ist, ne? Gehen wir. Das heißt, er hat noch nicht akzeptiert, dass er Ifrit ist, dass er Joshua. Obwohl Joshua ist ja wieder am Leben, das heißt, das müsste jetzt eigentlich viel einfacher werden für ihn, ne? Wie weit mag der Einfluss deiner Mutter reichen? Ob es im Süden genauso schrecklich zugeht wie an Marthas Rast? Ne, das ist ein neues Gebiet. Wahrscheinlich. Aber mit der alten Musik. Auf dem Weg nach Port Isolde liegen viele Siedlungen. Wir klappern sie einzeln ab und hören uns um. Angefangen bei Amber. Okay. Und da waren wir ja schon mal. Okay, warum kann ich jetzt hier? Ich wollte mal gucken. Ich wollte mich ehrlich gesagt eher um die Kopfgeldjagden kümmern. Warum können wir jetzt hier hingehen? Warum muss ich denn jetzt ausgerechnet erstmal hier hingehen? Erstmal, ne? So, einer war in Rosaria. Das heißt, Rosaria ist ja hier, ne? Rosaria ist ein bisschen. Ne, hier war das, ne? Der gebrochene Griff. Ich glaube, hier war das. Ich will erstmal die Kopfgeldjagden erledigen, ne? Bei Belohnung und so, ne? Ich meine, er war im gebrochenen Griff, hatten wir gesagt, ne? Wenn ich mich nicht irre. Der andere war irgendwie irgendwas mit Sonne, ne? Sonnenbad oder so, ne? Ich meine, es war hier. Gott, hier ist alles so dunkel. Ist das wegen der Fäulnis? Oh, ich weiß bestimmt, wo das ist. Stimmt hier, ne? Wo wir hier diesen Weibern irgendwie bekämpft haben. Hier, was geht, na?
komme übrigens gerade wieder frisch aus Jedi Survivor, ne? Das heißt, die Steuerung wird mir wahrscheinlich erstmal wieder erst einen Strich durch die Rechnung machen, ne? Weil die Spiele sind unglaublich ähnlich, ne? So vom Steuern und so. Ja, wahrscheinlich hier einige Male Kreis drücken, indem ich um auszuweichen, obwohl das nicht ausweichen ist, aber in Jedi Survivor ist halt ausweichen, deswegen werde ich wahrscheinlich einige Male Kreis drücken aus Versehen. Ich will mal wetten. Bist du ein Boss? Du bist ein Boss, ne? Du bist nicht das eine, weil ich schon mal besiegt habe, ne? Ja, guck mal. Fratzenteufel, Rang B. Das ist eine Menge Kohle. Das heißt, der ist bestimmt noch voll stark, ne? Ich bin ja schon so normalen Version von denen. Level 30. Ich kann ja nicht anvisieren, das gibt es jetzt wieder nicht. Er macht den Kampf nur unnötig. Er macht den Kampf so ein bisschen unnötig schwieriger. Wollte ich machen. Der könnte etwas schwierig werden. Ich bin verletzt. Ich will die ganze Zeit der Feuerball auf mich schießt, ne? Ah, blöd abgetimt gerade. Ah, gefangen. Au, 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 au. Aber ich habe eine erhöhte Dingensleiste jetzt, ne? Schön wieder hoch rein, schön wieder hoch rein. Einfach alles auf ihn drauf ballern, was wir haben. Wahrscheinlich. Oh, wie lange das jetzt an, Alter? Weil wenn wir den schaffen, dann werden wir den anderen erst recht schaffen, ne? Weil der glaube ich schwächer war. Boah. So wie dazu. Wo ist das? Jetzt hat den Jill so abgefangen. Gott. Aha. Aber. Ha! Wenn er mich jetzt noch getroffen hätte, ne? War so ein Feuerball. Ja. Ne, zu spät. Ah, noch eine Runde, okay. Das ist so eine unfaire Attacke, ne? So, komm her. Au. Au. Zu spät. Eigentlich nicht zu früh, ne? Aber jetzt ist es kann zu wechseln.
Oh Gott. Was ist das? Ah. Berüchtigte Gefahr gebannt. Okay, der hat es in sich. War aber klar, ne? Drachenkrall. Waren die neu? Ich glaube ja, ne? Hoffentlich war das der einzige. Okay. Ah. Okay, das war relativ schwierig, ne? Und ich muss mal zurück zu meinem Versteck, weil ich kann mich nicht erinnern, wo genau das war. Ich weiß, das war in Rosaria. Heile ich mich, wenn ich jetzt in mein Versteck reingehe? Ja, ne? Komm. Ein neuer Brief ist angetroffen. Da muss ich meine... Okay, alles wieder voll. Ich will solche Sachen am liebsten so schnell wie möglich erledigen, ne? Ich habe einen neuen Brief, lass mal lesen. Jetzt mach es doch endlich. Jedes Mal, wenn ich hier vorbeilaufe, ne? Meinst du, es ist okay, wenn wir den streichen? Dafür bin ich weit vom Stamm. Komm, mit Matthias Äpfel vom Garten aufgebaut. Hm. Wie die Unterschrift von Otto aussieht. Zwei Omegas. Schon wieder was Neues. Oh, Mattels Äpfel. Ich lasse jetzt nicht alle bekommen, die Sachen. Warum ploppen die jetzt? Aber mal erst auf. So, okay. So, wenn wir das Viech erledigt haben, dann werden wir den anderen auch erledigt kriegen, ne? Kann ich vielleicht mit den Drachenkrallen irgendwas herstellen? Wie kann ich helfen? Willst du was schmieden? Alles Müll. Kann ich sagen, dass ich hier immer noch keine neuen Sachen. Was ist das? Gut. Boah. Warum konnte der nicht sterben? Warum haben die ganzen unfreundlichen Leute überlebt, ne? Diese alte Frau Karen, wie hat die wird schon überlebt? Auf den Arm nehmen. Na gut. Also geht es Martha gut? Gut, dann. War sie jetzt nicht direkt schon wieder neue gekommen? Nee. So, da war schon der Schwieriger, ne? So, Anschläge der Engel des Todes, Sonnenpfad, Sandbreck. So ist Sonnenfahrt Sonnenbreck. Sonnenbreck, da war doch, war das nicht hier noch so? Ne, hier, ne? Sonnenbreck, ja. Sonnenpfade. 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 Hier ist irgendwie was nett. Hier. Sonnenpfad. Okay. Das war ein sehr großes Gebiet. Und ich weiß nicht, wie das Viech aussieht. Engel des Todes. Da muss ich irgendwie sofort an den Tomberry denken. Bitte lass es kein Tomberry sein. Außerdem gibt es ja nur so ein Gebiet, aber noch gar nicht erkundet haben. Ne? Da können wir ja auch mal. Kann ich mir irgendwie so. Hier so eine Markierung, ne? Ha. Na, warte mal. Hier. Ich habe ein Chocobo. Hot. So, warte, muss ich jetzt hier ausschalten? Das war eine gute Frage, ne? Ich dachte, Torga wird auf den Schoko reiten. Wäre irgendwie cool gewesen. So. Das Gebiet ist irgendwie neu. Hm, das verbindet diese beiden Gebiete. Aber irgendwie waren wir noch nie.
Lass mal da hingehen. Oh, oh. Schon mal, ne? Ist ja irgendwie was von da, ist sogar eine Truhe. Wie tue ich mal hier? Entschuldigung, Ambrosia. Wo ist das? Gott, wenn du ein höheres Level bist, ne, dann die Dinger sehr viel schneller runter. Ich mache das nur für die Truhe, ne? Nur damit es weiß. So. Natürlich kämpfe ich jetzt wie ein absoluter Pro. Aua. Aber ja. Auf die Knie, du Stück. Also verwehrt gemacht. Greifenzopf, das ist neu, glaube ich. Greifenzopf. Die Mondschau. Haben wir die ausgerüstet? Ja, ne. Greifenzopf. Den Charme von Lua, eine Klinge um 7. Ich weiß gar nicht, was Lua eine Klinge ist. Also da, wenn ich den ja mache, vergesse ich manchmal, ich hin ab lange. Ich habe manchmal versucht, ja, von Borussia Ambrosia in Ifrit zu verwandeln. So. Ich nehme an, der war schon dann nice, ne? So, das aber nicht viel, was wir erledigen mussten, ne? Ganz offensichtlich. Sondern es ist irgendwo auf dem Sonnenpfad. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Aber wird ja wohl schon mir auffallen, ne? Wenn ich es finde. Du siehst wichtig aus. Aruna. Der Name sagt mir nichts. Aber die hat ein sexy Body. Das hat eine von Garudas Schwestern. Wollte ich nämlich jetzt raten. Kannst du das eigentlich wagen? War halt einfach in der Luft. Na, natürlich, nachdem meine Verwandlung ab. Da ist er wieder. Da habe ich wieder Schaden genommen. Ich hab noch mal. Nein, Garuda Schwester.
Okay, irgendwie spiele ich ja gerade ein bisschen leicht, ne? Ich weiß egal, ne? Ich bin ziemlich sicher, wir kriegen das Viech. Schade irgendwie, dass ich nicht anvisieren kann. In so ein Spiel finde ich das relativ wichtig, dass man. Oh. Hat Chill gerade gesagt, Chill. Was da? Oh, ich habe Parade gemacht. Einfach durch Button Mashing, ja. Yeah. Genau, hätte ich bestimmt absorbieren können, ne? Oh Gott, vergessen. Oh. Boom. Einfach elektrisiert. Ein Lager hat in der Luft geflogen. Also irgendwas. Es sah aus, als würde uns irgendwie was anstürmen davon rechts. So ein Gegenstand verwendet. Oh, ist das was Neues? Ich dachte, ich jetzt irgendwie. Ich hätte gedacht, wäre jetzt irgendwie so ein, weiß nicht, so ein Ausrüstungsgegenstück gewesen. Oder das ist immer noch was. Hier ist ja immer noch was. Auf geht's. Schneller. Das ist voll eine Überraschung, die wir ja noch finden. Jetzt sind wir ja direkt im nächsten Boss. Wer wagt es, mich aus meinem ewigen Schlummer zu wecken? Stopp den. So ist ja was vom von Interesse. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir können weiter in der Story. Also da sind schon wieder direkt neue Kopfgeldjagen aufgetaucht. Aha, du hast nur einen Standard Schokobo. Ich habe einen weißen Schokobo. Das sind meistens immer die besten. Final Fantasy 7 können die pflegen und auf Wasser laufen wie Jesus. War alles voll schwer, die zu züchten, weil das einfach voll nervig gemacht ist in dem Spiel. Ich habe mich damit nie verfasst, ehrlich gesagt. Weil ich nicht wusste, wie man das macht und weil mich das nicht so angetönt hat. Final Fantasy 7 habe ich nie so bis zum Erbrechen durchgespielt, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist ja auch noch was? Nee, ne? Sieht einfach nur so aus. So, dann gehen wir mal zurück zum Versteck. Erst einmal, um uns zu heilen. Und zweitens, um zu gucken, ob jetzt hier direkt wieder neue Quests oder so aufgetaucht sind, ne? Oder neue Kopfgeldjagden oder was auch immer. Der Besen ist genauso. Konnte ich nicht irgendwie meinen Respekt irgendwo eintauschen? Ja, bei der einen auf der linken Seite, ne? So. Ja, jetzt sieht man, wie das aussieht. Wie kann ich dir heute behilflich sein, Clive? Das haben wir für dich bekommen, Sid. Ja, entscheid dich mal. Bettgeflüster. Ha, noch 5 Ruhm. Viel Glück da draußen, Sid. So, Berserkerring. Zeig mal, was das ist. Wahrscheinlich nicht umändern, was ich hier habe. Er wird mit jedem perfekten Ausweichen kurzzeitig die Kampfkraft. Später. Erst einmal baue ich Erfahrungsmotor und FP oder so was. Wie steht es denn da eigentlich so mit? Aber ich bin ehrlich gesagt zu holen, ich weiß es gar nicht.
sparen wir. So, weiter mit der Story. Okay. Aber ja, mal schon mal die Kopfgeldjagd erledigt, ne? Ich will nicht machen, wenn ich irgendwie zu stark bin, ne? Dann wäre mir zu langweilig. Wo der eine war irgendwie bestimmt schon gedacht, erst später gemacht zu werden, ne? Jetzt machen wir erstmal hier weiter und gucken, was wir hier noch so bekommen, ne? Das ist ja eigentlich ein neues Gebiet. Okay. Ich werde jetzt hier nicht in der Falle reintappen und alle Gegner ignorieren, ne? Dann voll aufs Fressbrett bekommen, wenn ich da irgendwie Story mache, ne? Aber mach halt erstmal so. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Action. Naja. Guck mal. Gesetz mit den Füßen. Unter Lord Erwin hätte es sowas nicht gegeben. Sei still! Willst du uns alle umbringen? Tja, sieh mal. Rosalia wird von widerwärtigem Ungeziefer verdreckt. Und damit es einen neuen Morgen erleben kann, muss es gesäubert werden. Wie ist Cecil aus Final Fantasy 4? Jammer, wenn der Ungehorsam weniger uns dazu zwingen würde, an euch allen ein Exempel zu statuieren. Oh, natürlich, mein Herr. Wir stehen voll und ganz hinter euch. Was haben die Schwarzschilde in so einem kleinen Dorf verloren? Wo sollten sich ihr Träger verstecken? Vielleicht suchen sie jemand anders. Wenn sie das nächste Mal kommen, sei einfach still oder legst du es auf ein Galgentänzchen an? Schon gut. Ich hab ja verstanden. Alles klar. Ich habe verstanden. Du bist nicht von hier, oder? Alle verkaufen nur ein Schwert. Korallenschwert. Stimmt. Kobaltquasten. Aber oh, nee, die konnte ich auch im Versteck kaufen, glaube ich. Night Terrors. Ich fände das so geil, wenn man in diesem Spiel irgendwie so klassische Musikstücke kaufen könnte für ein Versteck. Das hat mir am Final Fantasy 15 gefallen, dass man irgendwie im Auto, mit dem man durch die Gegend gefahren ist, ja Lieder aus anderen Final Fantasy Spielen sich anhören kann. Gibt da nichts Schöneres, als wenn man irgendwie durch die Landschaft fährt mit eingeflügelter Engel im Hintergrund. Was Sephiroths Kampfthema ist. Also dieses noch nicht gehört? Irgendjemand macht hier Ärger. Angriffe auf die Garnison, Proviant verschwindet. Angeblich wurde auch ein Schwarzschild ermordet. Die Kaiserlichen wollen antworten und was die wollen, kriegen sie auch. Ich frage mich, ob mal jemand irgendwie ein Playthrough von Final Fantasy 15 gemacht hat, ohne ein Auto zu benutzen. Diesen Verräter zu finden, wird von den Schwarzschilden gut belohnt. Man muss schon dumm wie Stroh sein, um sich mit dem Kaiserreich anzulegen. Mit ihren 100 Legionen. 100? Wohl eher 1000. Wir zwei gehen jetzt Geächtete jagen. Wie wäre das? Hm? Was? Warum klang das so, so komisch? Wir gehen jetzt zwei Geächtete jagen. Gesehen, oder? Wen meinst du? Die Schwarzschilde. Mein Gott. Bei uns. Hast du sie gesehen? Wen denn? Glaub jedenfalls, das waren welche. Clive ist irgendwie echt nicht noch nie welche gesehen. Der schnellste, ne? Ist das erste Mal, dass sie hier waren? Natürlich. Hier sind wir doch am Arsch der Welt. Und die dachten, wir würden hier Verräter verstecken. Tja. Na, schön wär's. Die würde ich ausliefern und selbst ein Schwarzschild werden. Hier einfach geflucht wird, ne? Ich weiß auch, wie er im Final Fantasy 7 zensiert wurde. Jedes Mal, wenn Cid den Mund aufgemacht hat in dem Spiel. Finden wir es heraus. Setz dich hin, halt verbiebt noch mal den Mund und trink deinen verbiebten Tee.
wie das immer zensiert wurde, war am geilsten, mit einfach so vollkommen zufälligen Zeichen, mit so ein Hashtag-Zeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Dollarzeichen, aber irgendwelche random Zeichen immer so als Zensierung benutzt. Hallo, mein Freund. Wir sind fremd hier. Ach nee. Was wollt ihr? Wir fragen uns nur, was wohl diese Soldaten vorhin hier gewollt haben. Diesen Fremden sagst du kein Wort, klar? Ich spreche für dieses Dorf. Ihr habt hier nichts verloren. Verlasst Amber und kommt nie wieder. Und wieso, wenn ich fragen darf? Ich weiß nicht, wer ihr seid und was ihr wollt. Ich weiß nur, dass ihr uns alle in Gefahr bringt. Die Kaiserlichen meinen es ernst. Sie verlangen viel und sie sind grausam. Aber solange wir gehorchen und Abgaben zahlen, lassen sie uns in Ruhe. Das mag feige klingen. Aber wenn es mein Dorf vor Annabellas Zorn bewahrt, will ich mich unterwerfen. Ich schwöre, dass wir nicht enden werden wie Eastpool. Wir sind ja schon weg. Nettes Dorf. Die Menschen hier leben in ständiger Angst. Und sie glauben, dass meine Mutter sie verschonen wird, wenn sie sich ihrem Willen beugen. Aus Angst geschmiedete Fesseln. Was ist los? Ach, ich... Ja, damit kennt sie sich aus, ne? Es ist nichts. Wir wissen immer noch nicht, wen die Schwarzschilde suchen. Nun, wer es auch ist, also hat, stellt offensichtlich eine Bedrohung für also das Schild irgendwie immer noch nicht drauf, Shiva zu kontrollieren. Sonst noch den Mut, sich San Breck entgegenzustellen. Und ist denn dann irgendwie der Sinn, ihr irgendwie Shiva zu geben? Verbündete brauchen wir immer. Wenn sie irgendwie... Darum hoffe ich, dass wir sie zuerst finden. Vielleicht erfahren wir im nächsten Dorf etwas mehr. Vielleicht. Irgendwie finde ich halt irgendwie so eine herausgeworfene Chance irgendwie. Ich finde schon, es hätte irgendwie so hier und wieder mal so ein paar Momente geben sollen, wo irgendwie, weil nicht Jill sich in Shiva verwandelt, ne? Wurde irgendwie erklärt, warum sie das nicht macht. Weil sie hat es ja eigentlich nur gemacht, weil sie ja gezwungen worden ist, ne? Weil sonst hätten die Leute was. Weil die Leute irgendwie ja. Ne, warte. Verdammt, kann ich jetzt irgendwie abbrechen. War eigentlich das ja machen. Ja, diese Viecher. So greift er irgendwie an oder kann ich euch einfach fertig machen? Dann gehe ich auch mal ruhig los. So. Oh, scheiß tot. Okay. Ich weiß, sie hat ja. Sie hat sich ja irgendwie in Shiva verwandelt, damit die ganzen anderen Träger da nicht sterben. Ne? War das überhaupt Träger? Ich weiß es nicht. Guck mal näher. Ich weiß, er lebt noch. Ich habe euch im Visier. Noch nicht annehmen. Ja. Ich krieg noch nicht mehr viel Schaden, ey. Da macht irgendwas mit den Gegnern, ne? Also die haben da irgendwie so Blitze. Ich glaube, ich habe so eine Kombo herausgefunden. Ich will mal mit diesen mit der Rame hier einsammeln und dann versuche ich die zu schlitzen, ne? Aber die sind halt immer schon tot. Jetzt zurück. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe jetzt irgendwie nicht den Sinn, warum, warum man warum man ihr Shiva gibt, ne? Mehr Soldaten meiner Mutter. Oh Gott.
wusste, er wird irgendwann einen Zauber einsetzen, ne? Aber mal diese Combo an. Aber bist du was Besonderes? Nein, bist du nicht. Stirb. Da hat man irgendjemanden random, aber ich nehme an, sie muss ja bei uns bleiben, damit wir irgendwann durch sie Schieber bekommen, ne? So wie Sid damals, ne? Oh, ich sehe gerade, gegen was ich kämpfe. Was hat denn? Und der andere ist auch noch am Leben, sehe ich gerade. Ha, ha. So, was ist das jetzt? Kann ich damit jetzt was machen? Stierzopf. Okay. Das war einfach eine Schatztruhe, die war ein bisschen random. Sich dann erstmal etwas so eine komische gesehen haben, ne? Hört den Schaden von Satz um 5. Ich weiß nicht, was Satz ist. Man. Der Angriff vielleicht irgendwie. Soll ich jetzt raten? Was bin ich einmal im Kreis gelaufen? Okay. Solange wir irgendwie einen Gegenstand bekommen, den man noch nicht hatten vorher, bin ich eigentlich zufrieden, ne? Egal, was wir dafür machen. Und ja, dieser eine Typ, den wir irgendwie in diesen Charakterarchiv gesehen haben, stimmt, den hat man schon mal gesehen. Da war irgendwie dieser eine König, mit dem Benedikt da geschlafen hat. Da ist auch jetzt der. Nee, ist er nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, Stiefvater von uns, ne? Aber nee, ist gar nicht wahr. Ich nehme an, das ist irgendwie der. Ich würde jetzt raten, das ist der Dominus von Odin. Bei denen haben wir bisher noch gar nicht gesehen, ne? Oder vielleicht sogar von Leviathan. Ja, was auch immer die letzte S-Weiß, die wir noch nicht gesehen haben. Mal schauen. Weil wie gesagt, wir haben ja nur sieben S-Bars bis jetzt gesehen, ne? Und das Wasser-Element fehlt noch. Ich habe so meine Combo gerade herausgefunden, habe ich das Gefühl. Ach nö. Ganz ruhig, Trolle, ganz ruhig. Okay. Jill. Hear me roar. Okay, ganz ruhig, Clive. Gib mir Donner. Die türkische Version wäre: Gib mir Döner. Okay. Blut, gleich. Das war noch frisch. Das weißt du doch nicht, Jill. Das könnte auch Ketchup sein. Ich weiß nicht, ob Ketchup jetzt schon erfunden worden ist in diesem Zeitalter, aber irgendjemand wird doch bestimmt schon mal auf die Idee gekommen sein, irgendwie Tomaten zu zerquetschen, ne?
ihr, wer wir sind. Und trotzdem wagt ihr es, eure Waffen zu ziehen. Dann möchte ich euch danken. Ihr erspart uns nämlich eure langwierige Befragung und Folter. Auf unsere Klingen schwören wir, zur Nacht zu werden, um Schatten zu töten. Auf dass die Sonne neu erstrahlt. Seid ihr Team Rocket? Kannst du es wagen? Ich werde euch zeigen, was ein echter Schild ist. Oder war schon immer der Spruch? Ah, meine Sachen sind noch gar nicht fertig. Improvisieren wir. Au, 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 au. Bin ich getroffen? Nein. Ich weiß nicht, warum ich aussage. Dann. So, jetzt kommt meine Kombi wieder. Erstmal den hier. Dann erstmal einsammeln wieder, ne? Und dann weitermachen, weil die immer noch nicht tot sind. Vita? Was? Wer war das? Du? Machst du das? Kannst du das eigentlich wagen? Aua. Aua! Mann! Nein, das hier was. Der war gut. Ich habe so viel Geld, ne? Was soll ich mit dem ganzen Geld anfangen? Ich kann mein Geld für nichts ausgeben. Gib mir deine Rüstung. Die sieht voll cool aus. Jetzt sagst du mir, was ich wissen will. Nach wem sucht ihr? Nach euch. Wir bringen eine Nachricht. Wir haben eure Freunde, die Träger, die ihr aus unseren Lagern befreit habt. Sie sind alle in Ulthil. Hüter der Flamme. Ulthil ist das Dorf da vorn. Dann los. Welche Träger? Kennen wir die? Ach, wir sind so lang gegangen. Okay. Okay. Ja, mal rein. Warten da eine Menge Schwarzschild auf uns. Ich glaube ja, ne? Wenn jemand da draußen irgendwie gehört, wie wir uns gekloppt haben. Oh. Also gut, raus mit den Trägern. Was hast du denn? Tod. Ach, wie grausam. Okay. Oh, den einen haben sie falsch rum angeboten. Ich möchte mal kennen. Mutters Werk. Warum? Warum sollte man... Weiß ich nicht. Ich habe sie nie verstanden. Aber das... Oh, Clive. Diese
Wahnsinn setze ich ein Ende. Ein für alle Mal. Wir sollten gehen. Ich glaube, das Spiel will uns erzählen, dass Träger ja nicht so gut behandelt werden. So ist eine Vermutung, ne? Wir können sie nicht so zurücklassen. Werden wir nicht. Aber wenn die Schwarzschilde bis hier vorgedrungen sind, sind sie vielleicht schon in Port Isolde. Lass mich hier noch mal ein bisschen umschauen, ne? Die haben bestimmt nicht die Schätze mitgenommen, die hier versteckt sind, ne? Schwarz, die haben sich dann nur um die Träger gekümmert, ne? Guck mal, da ist zum Beispiel, was so aussieht wie ein Pier, ne? Und am Ende des Piers wartet ein Schatz auf uns. Oh. Sonst bin ich traurig. Na gut, aber... Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen beruhigt an dem Spiel, ne? Das... Oh, hier soll ich gar nicht hin. Ach, hier sind wir jetzt auf der anderen Seite. Ah, guck mal hier. Kann ich das hier aufmachen? Eine Abkürzung schaffen oder so? Nee. Ah, guck mal hier. Aha. Das ist immer, weiß nicht, was ich davon halten soll. Diese ganzen Schatztruhen würden nicht irgendwie so Upgrade-Materialien drin haben, wenn es kein Upgrade-System geben würde, ne? Aber weil es ein Upgrade-System gibt, müssen natürlich Truhen gefüllt sein mit so einem Zeug, ne? Was die Truhen unglaublich unspektakulär macht, in der meisten Zeit, ne? Hier und da hast du vielleicht mal irgendwie so ein Accessoire, aber das ist dann auch irgendwie nur auf eine bestimmte Sache irgendwie so abgeschnitten, ne? Ich mag es halt, wenn irgendwie Spiele mehr so statische Sachen haben, ne? So statische Waffen und so, ne? Festgegebene Ausrüstung, festgegebene Sachen. Ja, wenn du in diese Truhe, wenn du diese Truhe öffnest, dann kriegst du diesen Schild, ne? Also so weit, ist doch viel spannender, ne? Das Spiel zwingt mich mehr oder weniger hier meine Sachen hier auf abzugraden, worauf ich voll keinen Bock habe. Ja, und immer mehr Rollenspiele machen das heutzutage. Mehr Rollen, japanische Rollenspiele, und ich finde da voll kacke. Genauso wie es immer irgendwie weniger rundenbasierte Rollenspiele gibt. Also vielleicht hier noch so ein Persona und Dragon Quest und so, die bleiben hier noch so Standard, ne? Aber das andere wird jetzt irgendwie ja links, ne? Man sieht aber, was aus Final Fantasy geworden ist. Den Rest laufe ich. Wie viele Rollenspielelemente haben wir in dem Spiel? Also 20% vielleicht. Ja, das ist als Actionspiel. Was ja kein Weltuntergang ist, ne? Aber so Spiele wie, weiß nicht, so Bravely Default, Octopath Traveler, ne, auch von Square Enix, ne, den gleichen Machern. Bravely Default wird ja auch mittlerweile der spirituelle Nachfolger von Final Fantasy genannt, wo die viel mehr Final Fantasy sind als die neuen Teile. Wirklich, Mama? Ich hab Schreie gehört. Octopath Traveler auch super geiles Spiel, voll die Antivirus, voll die 2D, voll das charmante 2D Grafikspiel. Ja, da sieht man ja, wie stark die Spiele noch sein können, ne? Die sind, die verkaufen sich auch voll gut, ne? Sind vom auch voll gut drüber. Was soll ich mit meinen Waren anfangen? Alles Rosaria. Wieso lässt man sie nicht ein? Ah, was soll's, ne? Wir sollen uns ins tote Land verziehen. Bringt ja nichts, wenn ich mich ja beschwere, ne? Bringt alles nichts, ne? Die Leute wissen schon, was sie machen, ne? So wie andere große Konzerne da draußen, die genau wissen, was abgeht, ne?
oder auch nicht. Ich finde das Spiel bisher super, ne? Ist das ein Rollenspiel so? Ne. Ich will die gleiche Meinung wie Final Fantasy 15. Ich finde Final Fantasy 15 aus ein gutes Spiel, ne? Nur das Spiel Final Fantasy 15 werde ich immer als das Spiel beschreiben, das jetzt nicht unbedingt den Titel Final Fantasy tragen müsste, ne? Das Spiel hätte auch irgendwie was anderes genannt werden können, ne? Keine Ahnung, den Titel Final Fantasy auf das Spiel drauf zu klatschen war irgendwie weit nicht. Haben wir schon mal gegen dich gekämpft? Weil nicht. Hätte auch jetzt anderes Spiel sein können, ehrlich gesagt. Weil viel mit Final Fantasy hat das jetzt auch nicht so zu tun. Hat auch zwar einige Elemente und Anspielungen, ne, aber. Also wirklich klassisch Final Fantasy ist Final Fantasy 15 auch nicht. Oh, sehr gut. Ja, das ist das einzige, was jetzt so rollenspielmäßig irgendwie vorkommt. Da ich so viel der Startswert hast, natürlich irgendwie Waffen und so was alles hast, die ausrüsten kannst. Oh, ich habe Bock gegen euch zu kämpfen. Was dauert? Keine Ahnung. Der Vegas hat mich auch irgendwie gefragt, dass ich irgendwie der Einzige bin, der irgendwie Final Fantasy 15 mag, weil er angeblich nicht so gut angekommen ist. Ne? Ja, weiß ich. Der Grund, warum Final Fantasy 15 nicht so gut angekommen ist, ist, liegt auch unter anderem, weil das irgendwie viele DLCs hatte. Und diese DLCs, die Story war halt so komisch geschrieben, dass die irgendwie nur Sinn machen, mit, wenn man die DLCs gespielt hat. Ne? Weil es gab Momente in dem Spiel, wo irgendwie einige der Verbündeten irgendwie die Gruppe für eine kurze Zeit verlassen haben, ne? Und das Spiel hat nicht wirklich erklärt, warum das der Fall war oder was sie gemacht haben, ne? Und da kamen dann die DLCs im Spiel, ne? Da musstest du ja so 10 Euro für so ein DLC ausgeben, damit du irgendwie wusstest, was mit dem Charakter passiert ist in diesen paar Spielen, schon in denen er nicht verfügbar war, ne? Und ja, so was macht man halt nicht, ne? Also wir haben wortwörtlich einer der Charaktere ist wortwörtlich irgendwie zum Hauptcharakter gegangen, hat gesagt, ey, warte mal, ich muss mal kurz was erledigen, ne? Wir sehen uns in ein paar Stunden wieder, ne? Wir sehen uns irgendwann später, ne, wenn ich wieder zurückkomme, ne? Und dann ist er irgendwann zurückgekommen, hat irgendwie den Narbe im Gesicht gehabt und ja, es wurde nicht darauf hineingegangen, niemand hat irgendwie Fragen gestellt und so und ja. Aber wenn ihr wissen willt, was passiert ist, dann muss es ja 10 Euro DLC holen, ne? Und das ist nicht gut angekommen. Und das hat jeder der Hauptcharaktere einmal gemacht, ne? Das hat jeder der restlichen Truppmitglieder gemacht. Ist Torga was am Trinken? Pff. Sehr cool. Das hat jeder der Hauptcharakter bis auf den Hauptcharakter gemacht, ne? Und ja, so was macht man halt nicht, wenn man irgendwie eine Story erzählt, ne? Man tut nicht irgendwie eine Story irgendwie hinter DLCs irgendwie ja verstecken. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum das Spiel nicht so gut angekommen ist, ne? Und ja, ehrlich. Ja, ich mag Final Fantasy 15, aber Final Fantasy 15 ist auch noch so. Das wäre so auf dem Abgrund von meiner Top 10 Liste so ungefähr, ne? All die älteren Final Fantasy sind bei mir so Top 5 und so, ne? Final Fantasy 6, Final Fantasy 10, 4, 8, 7. So in der Reihenfolge so ungefähr. Final Fantasy 15 wäre wahrscheinlich erstmal so auf den 7. oder 8. Platz oder irgendwie so. So, jetzt so ein Flammschwall da rein. Da werden wir nicht unbemerkt durchkommen. Es muss einen anderen Weg geben. Ich hatte gehofft, die Wachen überreden zu können. Zur Not mit ein paar Gill. Da scheinst du nicht der Einzige gewesen zu sein. Gibt es noch ein Tor? Offiziell nicht. Inoffiziell schon. Mein Onkel hat mir mal von Tunneln unter der Stadt erzählt.
durch die sich Adlige im Notfall hinausretten konnten. Dann werden da mit Sicherheit keine Monster sein, ne? Lazarus? Was? Vielleicht kommen wir von dort in die Stadt. Das Longinus? Der Longinus. Versuchen wir es. Obwohl Longinus. Ne, warum ich das jetzt angesprochen habe, ist wegen Indiana Jones. Da gab es auch eine Longinus-Nanze. In dem neuesten Film. Solange wir die Einzelnen. Das ist kein Spoiler, das sind so die ersten 5 Minuten vom Film. Aber da habe ich mich auch erst gewundert. Hey, warte mal, Longinus, den Namen kenne ich. Das ist angeblich die Lanze, die mit der Jesus erstochen worden ist, ne? Weil ich kannte die Lanze von Final Fantasy 10, weil das war die ultimative Waffe von Kimari, welche auch eine Lanze hatte. Also da kannte ich den Namen. Naja, Final Fantasy bringt dann schon einige Sachen, so in Sachen Mythologie und Religion bei, ne? Final Fantasy hat schon immer irgendwie religiöse Anspielungen so gehabt. Allein hier der finale Kampf gegen Kefka in Final Fantasy 6. Das ist irgendwie so eine riesige Erklärung, die all seine Phasen erklärt, irgendwie so, warum der so aussieht und so, ne? So habe ich es nicht in Erinnerung. Oh, das ist die Stadt, in der wir gestartet haben. Cool, das hat Heimatdorf von ihnen, ne? Sehr geil. Okay. Guck mal, wie weit wir hier noch spielen, ne? Hier mal, bevor wir die Tunnel, ne? Bevor wir die Tunnel betreten, können wir ja speichern. Ist das hier Heimatdorf? Doch nicht verlassen. Ist ja hier so ein Schloss oder so. Hey, Besuch! Okay. Verzeihung. Wir wollten nicht stören. Oh mein Gott. Ernsthaft. Dann so. Wir haben sie in der ersten Sekunde direkt bereut, nicht zu bekämpfen. Ah, ich habe den pariert. Aber trotzdem habe ich irgendwie Schaden bekommen. Ich kenne nur einen einzigen Mann, der so kämpft. Und der ist schon lange tot. Dann wirst du ihn schon bald wiedersehen. Warte, Meister, der... Das ist der Typ hier. Das kann nicht sein. Tyler? Ihr seid doch an jenem Tag. Oder war der andere? Vergebt mir, Milord. Ich habe euch nicht erkannt. Ihr habt nichts zu befürchten. Okay, Teil aber der andere. Oh, schön. Jemand hat überlebt. Kommt mit hinein. Oh, die war noch am Leben. Okay. Und diejenigen, die sich geweigert haben?
Wir sind geflohen, damit man kein Exempel an uns statuiert. Allerdings nicht weit. Kurz darauf haben wir uns zu den Hütern der Flamme zusammengeschlossen. Allerdings hat eine Handvoll alternder Schilde der Macht eines Kaiserreichs leider nicht viel entgegenzusetzen. Doch ihren Aufenthalt hier haben wir so unangenehm wie möglich gemacht. In letzter Zeit sind wir aber mehr damit beschäftigt, die letzten verbleibenden Träger vor den Klauen der Kaiserlichen zu schützen. Die Säuberungen. Wir haben eine in Orthill gesehen. Ja, die Schandtaten der Schwarzschilde und ihrer Herren. Ihr meint meine Mutter. Aber ich verstehe es nicht. Auch wenn ich ihre Ansichten kenne. Es ist kein Geheimnis, dass sie Träger hasst, aber ihren Nutzen müsste sie doch zumindest sehen. Nicht zu ungut, Milord. Aber ich fürchte, ihr gesellschaftlicher Nutzen ist das Letzte, was Annabella interessiert. Selbst ihre Heimat kümmert sie nicht. Das hat sich mit dem Blutbad in Eastpool gezeigt. Und seit sie dem Kaiser einen neuen Erben geschenkt hat, scheint sie nur noch mehr von Trägern besessen zu sein. Der Grund dafür, vermute ich, ist, dass sie jeden aus der Welt schaffen will, der die Macht ihres Sohnes herausfordern könnte. Ihr Sohn. Sir Wade, die Schwarzschilde aus. Sie marschieren gesammelt zur Bewitt-Brücke. Dann tun wir das auch. Bereit machen. Das ist ihr Haupttrupp. Wenn wir diesen bezwingen, können wir vielleicht verhindern, dass sich die Tragödie von Old Hill wiederholt. Wenn ich nichts tue, klebt das Blut der nächsten Opfer an meinen Händen. Klassische Unterhaltung zwischen den beiden. Was diese Männer, die es wagen, ernsthaft anstarren und Namen meiner Mutter angerichtet haben. Das darf nicht weitergehen. Wir müssen diesen Wahnsinn beenden. Zusammen. Lasst uns mit euch gehen. Für die Zukunft Rosarias. Ich habe gehofft, dass ihr das sagt. Sehr gut. Wenn das euer Wunsch ist, wäre es mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Ganz unsererseits. Sir Wade, tun wir unsere Pflicht. Mit Freuden, Milord. Alles klar. Ich fürchte, die Schwarzschilde werden uns einiges abverlangen. Dann sollten wir uns so gut es geht vorbereiten. Na, ich nehme mal kurz die Truhe da. So ein Letdown hier ist mal gut. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Ne? In der nächsten Folge geht es dann weiter, wo wir uns mit den Schwarzschilden ein weiteres Mal kloppen. Ne? Ich kann ja speichern. Ne? Muss ich mal erst gucken. Ja, okay. Dann würde ich sagen, ich bin der Matthias. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich sag tschüss, bis zur nächsten Folge.